bis 7,5% extra Rente für 3 Millionen EM-Rentner ab dem 1. Juli 2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Hubertus Heil lässt es richtig krachen. Erst die unerwartet hohe Rentenanpassung zum 1.7.2022, die er am 22. März diesen Jahres bekannt gegeben hat, und nun am 24.3.2022 die nächste Überraschung. Bis zu 7,5% mehr Rente für EM-Rentnerinnen und Rentner ab dem 1. Juli 2024. Folgendes plant der Bundesarbeitsminister: Alle EM-Rentnerinnen und Rentner, deren EM-Rente nach dem 31.12.2000 und vor dem 1. Januar 2019 begonnen hat oder haben, sollen zum 1.7.2024 einen pauschalen und vor allen Dingen abschlagsfreien Zuschlag an Extrarente bekommen. Und zwar immer dann, wenn sie entweder am 30.06.2024 immer noch dieselbe EM-Rente oder eine davon Folge-EM-Rente bekommen, beziehen, oder am 30.06.2024 eine hinterbliebenen Rente aus der vorherigen EM-Rente bekommen oder eine Altersrente, die unmittelbar nach der EM-Rente in Anspruch genommen wurde, beziehen. Und wenn die EM-Rente oder die hinterbliebenen Rente vor dem 1. Juli 2014 begonnen hat, gibt es pauschal 7,5% mehr Rente. Und wenn die Rente nach dem 30.06.2014 und vor dem 1. Januar 2019 begonnen hat, dann sind es noch 4,5% pauschalisierter, abschlagsfreier Zuschlag auf die Rente on top. Mit dieser Regelung will die Bundesregierung, das dürfte Ihnen bekannt sein, die Ungerechtigkeiten in der EM-Rente, die seit der Anhebung der Zurechnungszeit ab dem 1.7.2014 entstanden sind, korrigieren. Die Regelung finden Sie im sogenannten Referentenentwurf zum, sehr sperriger Begriff, Rentenanpassungs- und Erwerbsminderungsrentenbestandsverbesserungsgesetz. Und ich möchte Ihnen hier mal an zwei Berechnungsbeispielen zeigen, welche Auswirkungen die Rentenerhöhung dann tatsächlich ab dem 1.7.2014 haben kann. Also, nehmen wir mal unsere Elvira, die ist am 1. Januar 1969 geboren und die bezieht seit dem 1. Januar 2009 eine dauerhafte Rente wegen voller Erwerbsminderung. Sie wird auch diese EM-Rente am 30.06.2024 weiterhin beziehen. Der Rentenwert beträgt, ich habe jetzt mal den neuen Rentenwert schon genommen, für einen Entgeltpunkt 36,02 €. Das ist der Rentenwert West, der ab dem 1.7.2022 gelten wird. Bei unserer Elvira haben wir an persönlichen Entgeltpunkten inklusive 10,8% Abschlag 28,3426 Entgeltpunkte. Das ist eine Zahl, die habe ich einfach willkürlich mal ausgesucht. Persönliche Entgeltpunkte stehen fest. Die Monatsrente, die Sie dann ab dem 1.7.2022 bekommt, ist 1.020,90 €, also 28,3426 Entgeltpunkte mal aktuellen oder mal dann aktuellen Rentenwert 36,02 € ergibt dann diese Monatsrente brutto. Und dann bekommt aber unsere Elvira am 1.7.2024 nochmal einen pauschalisierten Zuschlag von 7,5%. Da nimmt man also die 28,3426 Entgeltpunkte, multipliziert das mit 7,5% und ergibt einen weiteren Zuschlag an abschlagsfreien Entgeltpunkten von 2,1257 persönlichen Entgeltpunkten. Dieser Betrag wiederum multipliziert mit dem aktuellen Rentenwert, der ab dem 1.7.2022 gilt, ergibt dann monatlich 76,57 € Zuschlag an Mehrrente. Insgesamt wird unsere Elvira also ab dem 1.7.2024 statt 1.020,90 € dann 1.097,47 € monatlich an Rente erhalten.
Das ist mal das Ergebnis mit 7,5% Zuschlag. Und jetzt rechnen wir einfach mal mit 4,5% Zuschlag. Da habe ich einfach mal eine Altersrente genommen, die unmittelbar an eine EM-Rente angeschlossen hat. Und zwar mit dem Faktor 4,5%. Und unser Erwin, der ist am 01.01.56 geboren. Der bezog seit dem 01.07.2014 eine dauerhafte Rente wegen voller Erwerbsminderung. Und seit dem 01.11.2021 bekommt unser Erwin eine Regelaltersrente, weil er nämlich genau an diesem Datum sein Lebensalter für die Regelaltersrente vollendet hat. Und diese Altersrente wird er natürlich ein Leben lang bis zu seinem Tod beziehen. Und wir nehmen jetzt mal an, dass er am 30.06.2024 noch leben wird. Wird er dann auch diesen Zuschlag bekommen an zusätzlichen persönlichen Entgeltpunkten, maximal aber nur in der Höhe von 4,5%. Auch hier wieder habe ich mit dem neuen aktuellen Rentenwert, der ab dem 01.07.2022 gilt, gerechnet, 36,02. Und ich habe einfach mal angenommen, dass er bei seiner Altersrente 27,34,56 persönliche Entgeltpunkte vorliegen hat, aus der dann seine monatliche Rente berechnet wird. In diesen Entgeltpunkten waren natürlich auch schon die 10,8% Abschlag aus der vorhergehenden EM-Rente mit drin. Dann errechne ich also seine Monatsrente, die er jetzt ab 01.07.2022 haben wird. Das sind 27,34,56 Entgeltpunkte. Mal Rentenwert 36,02 ergibt dann eine Bruttomonatsrente von 984,99 €. Dann erhält er aus diesen 27,3456 Entgeltpunkten noch einen Zuschlag, und zwar in Höhe von 4,5%. Das sind genau 1,2306 zusätzliche persönliche Entgeltpunkte ohne Abschlag. Mit dem Zuschlag 4,5% würde sich seine monatliche Rente um 44,34 € ab dem 01.07.2024 erhöhen. Dann bekommt unser Erwin statt den 984,99 € dann 1.029,33 € Monatsrente. Da ich nicht weiß, wie hoch der aktuelle oder dann der Rentenwert zum 01.07.2023 ausfallen wird, ist das auch nur eine vorbehaltliche Rentenberechnung. Ich wollte Ihnen nur an diesen Beispielen einfach zeigen, wie das dann in der Realität aussieht. Warum pauschalisiert? Ganz einfach. Der Gesetzgeber sagt, es kommt so viel Arbeit auf die Rentenversicherung in der Umsetzung dieser Vorgabe auf die zu, dass die also sozusagen individuelle Versicherungsverläufe und so weiter gar nicht berechnen können. Das heißt also, es wird einfach eine pauschalisierte Zuschlagslösung hier favorisiert. Diese pauschalisierte Lösung, 7,5%, 4,5%, wird nicht jedem von den betroffenen 3 Millionen Rentnerinnen und Rentnern gefallen. Viele von denen haben Abschläge auf der EM-Rente 10,8% und sagen ganz einfach, das reicht nicht aus. Ich weiß auch, dass es nicht der große Wurf ist, aber ich sage immerhin, besser als nichts. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.